gerettet werden. Ach, solange es nur die Stadt betrifft. Den Zeitungen sind zu viele Kudane, Jungen. Wie sie noch nicht erfahren, was wird geflüstert? Unglaubliches geschah. Der Holden Beate. Ich weiß nicht, was Drachen vom Ausfall erhält. Es steht nur Cooldown und Verwandlungsdauer. Die Götter werden über euch wachen. Oh, Abstiegs. Abschiedsschmerz. Sehe ich nun recht? Wie ist euer Sein gegrüßt? Oh, ihr seid es. Meine Freude ist unendlich. Was sagt ihr? Was denkt ihr? Sind diese renitenten Menschen nicht eine wahre Bürde? Nur Schlimmes kann ich berichten, oh Himmel. Ach, oft sind sie mir nur Last und Klotz am Beine. Zeiten und Sitten. Der Gehorsam kommt den Dienern immer mehr abhanden. Wie ergeht es euch? Im Vertrauen, nur für euer Ohr. Nur die Pflichten Respekt einbläuen. Mir drang ans Ohr, dass eure Menschen recht widerborstig werden. Ist es wirklich an dem? Ja, welch Gesindel. Ihr Benehmen lässt mich schaudern. Auf der Wache haben sie geklagt sich auf. So, hol. Auto teleportieren. Okay, habe ich halt das kleine Stückchen. Ich würde mal schauen, was F8 ist. Boah, ist das fett. Tschüss. Der Match macht es. Und ich schiebt sogar noch weg. Aber ich glaube, Drachenform wird stärker in den späteren Spielstunden, wenn man Level hat und so. Und so ist der Drachenform ist Feuer Damage, wird also durch Magie und Intelligenz erhöht. Und Windstoß ist nur physisch und Gift, wird also nur zur Hälfte von Magie erhöht. Weil physisch keine Magie ist. Tschüss. Boah, ein Drach, das im Maul öffnen. Sieht geil aus. Ja, das wurde auch verstärkt in der Rohfassung. Ohne Community Patch ist dieser Drachenschlag auch nicht so gut. Wie die Drachenform und so. Weil es einfach nicht balanciert wurde. Das Addon wurde eigentlich nur auf den Markt geschossen. Das ist auch ein Grund, wieso Ascaron pleite ging. Der Feuer ist bei mir ist stärker. Aber auch wahrscheinlich nur ein bisschen wegen Drachenmagie-Kunde. Oh, der hat besessen. Kritischen Schlag. Ja, nur diese scheiß Face-Mauer in der Wege.
fest Essen für die Mann. Also die Sprüche sind von ihm gesagt. Er hat die gleiche Stimme, glaub ich, wie der Magier aus, also der Kampfmagier Sacred 1. Oh Mann, wieso sind die Mauern immer im Weg? Kann man die nicht ausblenden? Ja, 2-8 Schaden. 2x8 Schaden. Klingt nicht so viel. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ah, die werden noch gestunnt. So, Regeneration, Zeit minus 14,8. Höchste Spruchstufe ohne Malus 5. Also das habe ich jetzt ja. Jetzt kommt diese Vertraute, glaube ich, aber schon mal da. Nicht schlecht. Der Feuerball ist extrem schlecht, nichts gehen. Nebeln konnte. Da ich MF-Ding ist Erfahrung pro im Kampf eher hinderlich, weil ihr ja nicht schnell leveln solltet, weil dann die Gegner zu schwach werden und keine Items mehr droppen. Dann lieber Brandstifte, das unterstützt wenigstens nach dem Kampf. So, wir geben diese Quest noch kurz ab, da muss ich leider schon wieder. Aufhören mit dem Aufnahmen zu, weil ich noch anderes Wichtiges habe, weil der Server stürzt zum Beispiel immer ab, weil wir den Server extrem überlastet haben, zu groß gebaut. Wir müssen die RAM erhöhen vom Host und ich habe leider noch kein Geld diesen Monat bekommen. Du kannst nicht entkommen. Du warst nicht tötet, härtet ab. Ich liebe meinen Drachen. Aber morgen kann ich natürlich wieder aufnehmen. Ich kann gerne Sacred 2 weiter aufnehmen. Bitte sagt es, wenn ihr etwas wünscht. Ihr dürft es sagen. Es ist interaktiv zu 100%. Ich lobe mich nur zu gern selber. Gut gemacht. Seid gegrüßt, ihr sogenannter Streik. Glaubt ihr, wir würden nicht jeden eurer Schritte beobachten? Viele reden nun von Arbeitskampf. Ich selbst glaube noch, dass dies eine neumodische Sportart ist. Wollt ihr mich belustigen? Glaubt ihr denn, ihr könntet mir wirklich Neuigkeiten berichten? Wir wissen alles. Mir selbst können die Steuern nicht hoch genug sein. Andere unter uns scheint dies umzutreiben. Was glaubt ihr eigentlich? Wir wissen, was ihr plant. Unsere Geburtsrechte sind unvergänglich. Da gibt's einen Streit. Ich muss nun leider weiterziehen. Macht's gut und scheut euch nicht, euch jederzeit meine Meinung einzuholen.
Oh je. Es gibt ja gar keinen Sinn. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler.